Visitenkarte steht Marvin Norder, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gruppe Personalized Hearing Systems. Ich leite das Forschungsprojekt Voice Control Production, in dem wir die industrielle Sprachsteuerung von Produktionsmaschinen hinsichtlich ihrer Effizienz und Sicherheit erforschen. Die Sprachsteuerung von Produktionsmaschinen erleichtert und beschleunigt Rüst- und Materialhandling-Prozesse sowie Parameteranpassung. Besonders bei der Bedienung von mehreren oder großen Maschinen mit komplexen Steuerungen bringt die Sprachsteuerung einen großen Effizienzgewinn mit sich. Den größten Vorteil sehe ich aber darin, dass man die Hände frei hat, um andere Tätigkeiten an der Maschine durchführen zu können. Neben meiner Arbeit als Projektleiter bin ich Koordinator des Industriearbeitskreises Audiotechnologie für die intelligente Produktion, in dem wir die Forschung und Industrie vernetzen, um gemeinsam spannende neue Technologien, wie eben zum Beispiel die Sprachsteuerung von Produktionsmaschinen, intelligente Gehörschutzlösungen und akustische Prozessüberwachung voranzutreiben. An meiner Arbeit am Fraunhofer IDMT gefällt mir eigentlich besonders gut das Konzept der industrienahen Forschung. Da arbeiten wir halt mit unseren Kunden an komplexen Herausforderungen aus deren industrieller Praxis. Und das ist dann zum Beispiel das Rattern von Fräser beim Herstellen von hochpräzisen Bauteilen, die effiziente Kommunikation an lauten Produktionsarbeitsplätzen eben auch mit einem Gehörschutz auf. Oder eben die akustische Überwachung von Lagern in einer Maschine. Für mich wird Wissenschaft und Forschung einfach immer dann lebendig, wenn alle theoretischen Überlegungen, Berechnungen und Simulationen in der Praxis dann auch wirklich ein Problem lösen und die Menschen in ihrem Beruf oder eben in ihrem Alltag unterstützen. Das ist für mich eigentlich die ideale Mischung aus Theorie und Praxis hier am Fraunhofer IDMT.